Und los geht's. Hi zusammen, der Marco mal wieder. Und nachdem ich zuletzt gemotzt hatte über das Thema EMUI 12 HarmonyOS, gibt's heute dann mal Informationen zu, ja, nicht HarmonyOS, sondern vor allem EMUI 12. Denn wir haben das neue Huawei Nova 9, das erste Gerät mit EMUI 12. Und ja, was EMUI 12 alles kann, ausmacht, das seht ihr in diesem Video. Bleibt dran! Ja, dann schauen wir uns direkt das erste EMUI 12 Gerät an, das neue Huawei Nova 9. Das Gerät hat als erstes, was ungewöhnlich ist, denn normalerweise kam ja immer das Herbstflaggschiff, also das Mate-Modell mit der neuen Version, EMUI 12 installiert. Allerdings hatten wir geschrieben, dass EMUI 12 auf Android 11 basiert. Das findet sich so, wie der Rainer auch schon gesagt hat oder geschrieben hat in seinem Artikel, nirgends. Wenn wir in die Systemeinstellungen schauen, da liest sich alles nur noch EMUI 12. Da steht nichts mehr irgendwo von Android. Nichts mehr zu finden, gar nichts. Wenn wir uns aber DRM Info, dem Tool, bedienen, dann sehen wir dort Android Version 11 SDK API Level 30. Es ist also schon so, dass EMUI 12 auf Android 11 basiert. Erst einmal und zumindest auf diesem Gerät. Denn das Spannende ist, ihr habt es vielleicht schon im Artikel gelesen, es tauchte dann doch eine Liste auf von allen Geräten, die EMUI 12 ja kompatibel sind. Die Liste, das weiß ich mittlerweile stammt aus der Nova 9 Launch-Präsentation von Huawei Asia Pacific. Das ist also eine offizielle Folie, die dort präsentiert wurde. Und zwar auch nicht für den chinesischen Markt, da haben wir ja HarmonyOS, sondern wirklich für den globalen Markt. Spannend, denn spannend vor allem, weil dort auch ältere Geräte draufstehen, wie das Mate 20, wie das Mate 10, die per se noch die Google-Mobildienste haben, also dafür lizenziert sind. Frage jetzt, kann ich diese Geräte auch auf Android 11 aktualisieren und EMUI 12 und dabei die Lizenzierung für die Google-Mobildienste beibehalten? Oder geht es nicht? Und muss ich bei den Geräten weiter auf Android 10 setzen mit Google-Lizenzierung und darauf dann eben EMUI 12 aufsetzen? Wir wissen es aktuell noch nicht. Eine klare Aussage von Huawei Deutschland gibt es dazu auch nicht. Offensichtlich ist hier vielleicht Huawei Asia Pacific ein bisschen vorgeprescht. Wir wissen es nicht. Wir können euch nur versprechen, wie immer auch an dem Thema dran zu bleiben. Was wir in dem Kontext dann auch leider nicht sagen können, ist, wie es mit nachinstallierten Google-Diensten, wie hier auf dem Mate 30 ausschaut. Ob diese dann mit einer veränderten Android-Version erhalten bleiben, da haben wir bislang keine Erfahrungen. Denn selbst wenn wir nachinstalliert haben und dann ein Update gemacht haben, wie hier zum Beispiel mit dem chinesischen Modell auf HarmonyOS 2, blieb ja eben die Android-Version auf 10. Ihr seht es hier, hier haben wir HarmonyOS 2.0 mit Android 10. Demzufolge blieb alles erhalten. Ob das auch dann der Fall ist, wenn wir hier eine Aktualisierung von Android haben, das können wir aktuell noch nicht sagen. Genauso wenig, wie es mit einer Beta ausschaut, ob ein offener Beta-Test kommt. Stand heute ist es so, dass es interne Beta-Tests von EMUI 12 gibt. Vorrangig dürfte das auf den aktuellen Geräten wie einem Mate 40 Pro oder auch vielleicht einem P40 Pro sein. Ob ein offener Beta-Test kommt und wann der kommt, ist bislang noch nicht entschieden, wurde bislang noch nicht kommuniziert. Sollten wir da etwas in Erfahrung bringen, dann wisst ihr, wo ihr die Informationen findet werdet. Natürlich bei uns am Blog.
Starten soll übrigens EMUI 12 bereits im ersten Halbjahr 2022. Das heißt, wenn Beta-Test, dann wäre jetzt Richtung Weihnachten die klassische Zeit, wo man damit starten würde. Jetzt haben wir viel über EMUI 12, Verfügbarkeit etc. geredet. Schauen wir uns EMUI 12 doch einfach mal an, was es kann. Wir haben zunächst mal ein paar optische Veränderungen. Ihr seht es hier direkt beim Entsperren schon. Da hat man nochmal ein paar visuelle Effekte, Bewegungseffekte hinzugefügt, um das Ganze nochmal ein bisschen schicker zu machen. Die Bewegungseffekte sollen ja realistische Schwerkraft- und Magnetanimationen widerspiegeln, so heißt es offiziell. Schön zeigen kann man das zum Beispiel, wenn man EMUI 12 einrichtet. Das ist nämlich dann exakt so wie auch in Harmony OS. Ihr seht das hoffentlich hier, da diese Bälle, die wir jetzt da haben, die so ein bisschen hin und her schwingen und nicht einfach stoppen, wenn man aufhört zu scrollen, sondern dann so einen Nacheffekt haben bei dem Ganzen. Was man ebenfalls im offiziellen Changelog besonders hervorgehoben hat, ist die Anpassmöglichkeit bei der Schrift. Hier habe ich jetzt nicht nur die Möglichkeit, die Schrift in verschiedenen Größen einzustellen, sondern auch entsprechend die Schriftbreite stufenlos einzustellen. Dieses Stufenlose finde ich immer ganz schick, wenn das nicht festgelegt ist, weil doch, wenn man individualisiert, manches Mal die für einen selber persönliche Idealstufe genau dazwischen liegt. Von dem her eine nette Sache. Ob das jetzt so ein Killer-Feature ist, das muss jeder für sich selber bewerten. Was wir euch bei Harmony OS schon vorgestellt haben, ist das neue Menü oben. Wir haben hier einmal, wenn wir auf der linken Seite herunterziehen, haben wir das klassische Benachrichtigungsfeld, wo uns dann eben die Benachrichtigungen entsprechend angezeigt werden. Mache ich das Ganze auf der rechten Seite, dann habe ich hier das Steuerfeld, das Control Panel, in dem mir hier oben die verschiedenen Möglichkeiten, die wir schon kennen, wo ich eben Vibration, Ton ein- ausschalten kann, Auto drehen, mobile Daten etc. Abgesetzt davon die Funktionen, die man dann doch häufiger vielleicht braucht, WLAN und Bluetooth. Und hier oben auch ein Steuerfeld für die Wiedergabe. Das funktioniert übrigens nicht nur mit Huawei Music, sondern zumindest auch mit Spotify. Ich habe da nicht alle verfügbaren Dienste, deshalb kann ich nicht zu jedem Einzelnen bis jetzt was sagen. Aber Spotify, was ja doch so ein bisschen der Branchenführer ist, funktioniert da oben auch. Ansonsten habe ich hier noch Device Plus, gehe später noch drauf ein. Und die Geräte, die über AI Live grundsätzlich verbunden sind. Ihr seht, bei mir sind es eine Menge Kopfhörer mit den FreeBuds 3 Studio oder auch das MateView Display. All die Geräte kann ich hier entsprechend aufrufen und dann auch sehen, wenn die verbunden sind, beziehungsweise wenn oder wie der Akkustatus ist. Ich habe jetzt hier einfach einmal meine FreeBuds 4 verbunden und ihr seht hier unten, jetzt war ich zu schnell mit dem Draufdrücken, dann geht es nämlich in AI Live. Ihr seht hier unten, wird mir jetzt auch der Status angezeigt, wie viel Prozent Akku noch verfügbar sind und ich kann jetzt auch auf die Kopfhörer entsprechend drauf gehen. Schauen wir uns als nächstes einmal die Device Plus Funktion an. Das heißt, wir gehen hier wieder runter und gehen jetzt hier auf das MateBook 16, was uns unter Device Plus angezeigt wird. Ihr seht, er verbindet sich jetzt und im Hintergrund öffnet sich das, was wir schon kennen, die Multiscreen Collaboration, die Zusammenarbeit auf mehreren Geräten. Das heißt, ich kann jetzt hier wieder auf dem MateBook entsprechend das Gerät, das Device hier steuern, beziehungsweise beide unabhängig. Ich kann hier Anrufe annehmen, ich kann hier Bilder rüber kopieren, Dateien rüber kopieren. Das
kennen wir schon. Das hat sich bei mir vor allem im Alltag schon ganz gut bewährt. Was jetzt neu dazu kommt, ich lege einmal das Nova weg, ist die Tatsache, dass wir jetzt auch auf dem MateBook eine direkte Einbindung haben. Ich mache das mal hier etwas oder versuche es mal ein bisschen größer zu machen. Hier seht ihr jetzt neben den beiden Windows-Laufwerken, also einmal Windows-Systempartition und Datenpartition, auch das Nova 9, welches direkt im Filesystem eingebunden ist und wo ich jetzt direkt auf den internen Speicher zugreifen kann oder auch auf die Kamera und dort auch die Dateien direkt zur Verfügung habe, die ganz normal unter Windows öffnen kann. Und hier jetzt auch beispielsweise wie dieses Foto bearbeiten und anschließend wieder auf dem Nova abspeichern kann. Das heißt, mit EMUI 12 habe ich hier noch mehr Möglichkeiten der direkten Zusammenarbeit zwischen verschiedenen Geräten, was, wie schon gesagt, sich bei mir gerade in dem Business bei Huawei Block in der Vergangenheit als wirklich praktisch und produktiv herausgestellt hat. Was wir schon von EMUI 11 kennen und auch hier wieder mit dabei ist, ist MeTime, die Telefoniefunktion. Hier als neu aufgeführte Leistung, dass ich Anrufe jetzt auf dem Telefon entgegennehmen kann und die anschließend auf Huawei Vision übertragen kann. Huawei Vision, wer es nicht weiß, das sind die TVs und großen Screens von Huawei. Und da wird dann auch eines der ja, Probleme oder der Begründungen deutlich, warum wir beispielsweise HarmonyOS noch nicht mit dem vollen Funktionsumfang haben. Denn dafür braucht es natürlich auch die entsprechende Geräteinfrastruktur, die global so noch nicht vorhanden ist. Und ja, kleiner Ausblick, warum eigentlich EMUI 12 und nicht HarmonyOS. Ihr seht, viele Punkte sind ähnlich oder identisch. Aber es steht eben EMUI 12 drauf und nicht HarmonyOS. Das dürfte vor allem auch an der einen oder anderen Stelle vielleicht an lizenzrechtlichen, patentrechtlichen Dingen liegen, in die wir als Nicht-Wirtschaftsjuristen leider so genau keinen Einblick haben. Aber wir sind sicher, dass Huawei daran arbeitet, dass man diese beiden, ja, Subsysteme HarmonyOS und EMUI 12 dauerhaft versucht zusammenzuführen und dann eben nur noch mit einem System arbeitet, was dann definitiv HarmonyOS sein soll. Was ich euch auch schon gezeigt hatte bei HarmonyOS und was ich wirklich jetzt nach ja, fast einem halben Jahr Nutzung als sehr praktisch empfinde, ist die Ordnerfunktion. Ihr könnt Ordner, wenn ihr lange drauf drückt, ihr seht es hier nicht nur umbenennen, sondern auch vergrößern. Der Vorteil ist ganz einfach, ich kann dann direkt auf alle, also zumindest auf die neun direkt sichtbaren Apps im Ordner direkt zugreifen. Ja, hier mein Cloud Drive oder auch hier Office, um Dokumente zu bearbeiten. Wenn ich den Ordner klein habe, muss ich ihn immer erst öffnen, dann wird er mir komplett auf dem Screen angezeigt, dass ich Apps öffnen kann. Wenn ich also in einem Ordner diverse Apps habe, auf die ich häufiger zugreife, dann ist es durchaus eine Möglichkeit, den Ordner zu vergrößern, um so schnell und direkt auf die Anwendungen zugreifen zu können. Ja, das soll es dann mit einem ersten Blick auf EMUI 12 hier auf dem neuen Huawei Nova 9 gewesen sein. Ihr habt gesehen, viele Funktionen kennen wir schon von HarmonyOS. Einige sind identisch, andere sind ähnlich. Ich habe euch auch genannt, warum noch EMUI 12 und noch nicht HarmonyOS. Zumindest das, was die wahrscheinliche Begründung ist. Letztendlich ist aber egal, welcher Name draufsteht, denn ihr bekommt mit EMUI 12 nahezu all das, was von Oberflächenfunktionen auch mit HarmonyOS funktioniert. Und das ist, glaube ich, erstmal das, was sich viele hier gewünscht haben. Was sich natürlich auch viele wünschen, ist, dass EMUI 12 jetzt auf ihr Gerät kommt. Auch da habe ich schon gesagt, wir wissen nicht, wann es soweit ist.
Die deutsche PR gibt keinerlei Angaben dazu. Das Video, was wir gefunden haben, wo der Rainer auch berichtet haben von Huawei Asia Pacific, ist offiziell. Ich kann mir nicht vorstellen, dass man irgendwo in einer PR-Abteilung etwas über einen offiziellen Kanal, in dem Fall YouTube, streamt, wenn das Ganze Fake News sind. Von dem her gehe ich tatsächlich davon aus, dass uns in den nächsten Wochen und Monaten EMUI 12 erreicht. Ob immer mit Android 11 oder vielleicht bei den Geräten, die noch mit Google lizenziert sind, vielleicht weiter basierend auf Android 10, das wird die Zeit zeigen. Da können wir zum heutigen Standpunkt einfach noch nichts zu sagen. Genauso wenig, ob auf Geräten wie dem P40 oder dem Mate 30, wo die Google-Dienste nachinstalliert sind, ob diese dann nach einem Update auf EMUI 12 erhalten bleiben. Aber ihr kennt uns. Wir werden das Ganze ausprobieren, wir werden das Ganze für euch aufschreiben und ihr könnt es auf jeden Fall bei uns nachlesen, bevor ihr es selber ausprobiert. Wenn ihr jetzt noch konkrete Fragen habt, dann schreibt sie uns einfach unter das Video, unter den Artikel oder natürlich in unserer Community. Wir gehen darauf ein. Auf das ein oder andere werde ich auch im Nova 9 Test eingehen, der natürlich in den nächsten Wochen bei uns am Blog erscheint. Bis dahin sage ich ciao, danke fürs Zuschauen, euer Marco.